So, und jetzt gucken wir uns diese KI-Geschichte mal ein bisschen kritischer an. Das ist der bekiffte Leonardo, der die Mona Lisa malt. Und so eine künstliche Intelligenz kann hier nur so arbeiten, wie sie mit Daten gefüttert wurde. Ich zeige euch das jetzt an einem zweiten Beispiel. Jetzt kommt das zweite Beispiel. Ich habe der künstlichen Intelligenz gesagt, sie soll jetzt ein Bild von Faust und Mephisto malen, in Anlehnung an Lukas Cranach. Jetzt kommen also vier solche Bilder, aber ihr seht ganz genau, wie Faust aussieht, wie der Teufelsgestalt aussieht und all das sind Informationen, die aus der Datenbank kommen. Und die ist riesig. Hier zum Beispiel, da habe ich der künstlichen Intelligenz Bing Image Creator einfach gesagt, sie soll ein Bild malen, wie Leonardo da Vinci, Michelangelo, Sandro Botticelli und Raphael am Tisch sitzen, in irgendeiner Taverne und Wein trinken. Bing hat es jetzt so interpretiert, als ob es das Heilige Abendmahl malen würde und Christus in der Mitte am Tisch sitzt. Das habe ich überhaupt nicht beeinflusst, aber schaut euch das an. Und hier ist auch ein zweites Bild, wieder Leonardo, Michelangelo, Botticelli und Raphael am Tisch. Und wieder habe ich nur gesagt, die sollen Wein trinken, aber Bing hat gedacht, ah, da malen wir noch einen Jesus mit einer Mütze dazu und zack, fertig ist es. Ich mache nichts, das ist alles KI. Jetzt kommt wieder so ein spannendes Gemälde. Hier habe ich ihm gesagt, er soll Papst Leo X. Und Johannes Tetzel malen, wie sie über die Ablassbriefe diskutieren im Stil von Raphael. Dieses Bild finde ich zum Beispiel absolut gelungen und genial. Aber es ist KI und es ist nicht von mir beeinflusst. Ich sage ihm nur in kurzen Befehlen, was er machen soll. Nun war Bing vielleicht schon ein bisschen irritiert von meinen Anfragen, aber als letztes Beispiel habe ich ihm dann gesagt, er soll die Erschaffung von Sonne und Planeten malen. Ich habe nicht mal gesagt im Stil von Michelangelo, sondern ich habe gesagt im Stil von Raphael. Aber das ist dabei rausgekommen. Ihr seht ja, wo der zum Beispiel Gott gefunden hat und Adam aus der Sixtinischen Kapelle. Aber ich habe das nicht gemacht. Nur Bing ist jetzt quasi von meinen Anfragen beeinflusst und malt das, wo Bing glaubt, dass mir das gefallen würde. So, ich glaube, jetzt reicht es mit den Beispielen. Ihr habt ein bisschen was gesehen. Und es ist sehr, sehr, sehr kritikwürdig, denke ich.